Die Inflation, die hat im September schon 10,5% betragen, das ist ein 70-Jahres-Hoch. Merkst du davon was in deinem Alltag? Ja, schon. Also besonders beim Einkaufen, finde ich, merkt man es. Besonders bei den Lebensmittelpreisen, beim Gemüse. Und da die Stromrechnung ist natürlich auch schon teurer geworden. Die Miete haben sie auch schon erhöht. Also es beeinflusst den Alltag schon, besonders wenn man nur Studentin ist und nur einen Nebenjob quasi hat. Also ich habe das große Glück, dass ich nie auf die sinkende Titanic sozusagen richtig eingestiegen bin. Und die sinkende Titanic ist für mich ein Sinnbild für den Kapitalismus. Es ist so, dass man kann die Titanic mit dem Kapitalismus deshalb gut vergleichen, weil auch der Kapitalismus am Ende ist und untergeht und die Menschen alle mit in den Tod reißt. Genauso wie es auf der Titanic passiert ist. Hast du auch schon von Freunden, Familie oder Ähnlichem gehört, dass sie unter der Inflation leiden, oder hast du das noch nie gehört von wem? Doch schon. Und ich habe es ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, in den letzten Jahren habe ich das ja auch selber erlebt, auch in der Arbeitswelt, dass die Preise gestiegen sind, aber die Löhne halt nicht. Und eigentlich müsste sich ja das miteinander anpassen, tut es aber in der Realität leider nicht. Kannst du dir als Studentin dann noch deinen Alltag leisten? Ja, ich arbeite jetzt 2 Jobs. ja, also es geht schon irgendwie, aber ich denke, es geht sicher vielen Studierenden nicht so gut wie mir. Ja. Kann die Regierung da deiner Meinung nach etwas ändern, beziehungsweise ist sie in der Verantwortung bezogen, sowohl auf deine Kapitalismuskritik, aber auch auf die Inflation? Ja, auf jeden Fall. Also das Aussterben der Menschheit ist nicht mehr rückgängig zu machen, meiner Meinung nach. Aber Schadensbegrenzung könnte man sehr wohl betreiben. Man könnte diesen ganzen Prozess verlangsamen, indem man endlich die richtigen Maßnahmen trifft. Und das sind einfach gravierende Änderungen in allen möglichen Bereichen, in der Mobilität, in der Ernährung, natürlich im Wirtschaftssystem und so weiter. Könnte, da glaubst du auch, die Regierung mehr tun noch für Studierende anhand dieser Krise? Ja, vielleicht Studienbeihilfen erhöhen, in dem Bereich vielleicht. Oder, ja, so in dem Bereich vielleicht. Oder ja, günstigere Angebote für Mieten oder so. Glaubst du auch, dass die Teuerung noch weiter ansteigen wird, oder denkst du, der Plafond schon erreicht? Es wird sicher nur wieder ansteigen. Also ich habe mich eh mit Gaspreis und Strompreis beschäftigt. Und ja, ich glaube, dass es noch sehr viel mehr ansteigen wird, leider. Ich denke schon, ja. Es kommt immer darauf an. Man muss sich schon dann sicher ein bisschen anpassen, ja. Kommst du dann noch, glaubst du, durch mit dem Geld, wenn es noch so stark weiter ansteigt? Ich glaube schon, aber es gibt sicher viele, denen es jetzt schon schwer fällt und denen es dann später noch schwerer fallen wird.